Lisa, eine Geschichte aus vergangener Zeit. Hörspiel von Günter Rücker. In der Titelrolle Barbara Schnitzler. Warum ich? Was habe ich begangen, dass das Unglück mich so traf? Warum bin ich gestraft mit dem Fehler an meiner Hüfte? So wenig für dich und für mich so schwer. Heiliger Bonifatius, bitte für mich, dass ein Wunder geschieht, auch heute noch. Dass ich wieder gehen kann wie jedes andere Mädchen. Oder gib mir die Kraft, es zu tragen. Wie soll ich sonst leben? Dann lass lieber die Ewigkeit gleichkommen. Warum ich? Was habe ich begangen? Bitte für mich, heiliger Bonifatius. Lisa! Lisa! Ich hab's in den Ort geschickt. Zu Mittag ist man bei Tisch. Gleich, ich bin gleich bei Tisch. Wozu sonst werden mittags die Glocken geläutet? Bleib leise. Der Bürgermeister hat mir einen Brief mitgegeben. Ach, Bürgermeister. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. 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 Was sprichst du da immer noch hinten dran? Dass ich doch noch in meine alte Heimat zurückkomme. Das gehört ins Nachtgebet. Dass Mutter auch eine Mahlzeit hat, wenn sie noch am Leben ist. Deine Mutter ist nicht mehr. Wer weiß? Wunder geschehen keine. Wo ist der Brief? Lies den Brief nachher. Gib her. Bürgermeister. Schuster. Zuchthausschuster, Rossenschuster. Lass in doch. Seinen vier Wänden wird man wohl auch seine Meinung sagen dürfen. Gib den Brief. Da ist der Brief. Jetzt wird mich gemahlen. Hey! Der Weizen wird heute Nacht gemahlen. Hey! Ich komme mit dem Stromkontingent nicht hin. Hört denn hier niemand? Es gibt wirklich keine Wunder, Lisa. Deine Mutter ist in den letzten Luftangriff geraten. Wir haben es schriftlich. Niemand hat sie dort gekannt. 2 Jahre und 4 Monate lässt sie dich nicht warten ohne Nachricht. Warum wollt ihr nicht, dass ich eine Hoffnung habe? Ich habe doch nur das. Lisa, an deiner Hüfte sind wir nicht schuld. Ich habe nie was gesagt. Wenn es sogar die Ärzte so spät gemerkt haben. Nicht einmal deine Mutter hat eine Ahnung. In den 3 Jahren hier bist du ja auch noch gewachsen. Am Essen kann es nicht gelegen haben. Ich gebe niemandem Schuld. Ich weiß, Lisa. Trotzdem. Dieser Geselle ist ein stumpfer Bock. Bin ich schuld, dass nur nachts gemahlen werden darf? Lisa, aus dem oberen Zimmer alles unsere raus. Ja. Wir müssen dem neuen Lehrer ein Zimmer abgeben. War das ein Brief? Ja. Ach. Na, ich sag doch. Zuchthausschuster. Russenschuster. Russenbürgermeister. Ja. Na los, Lisa. Der Lehrer wird jede Minute da sein. Wird auch ein Russenlehrer sein. Zuchthauslehrer. Lauter von der Sorte. Wo man hinkommt. Lauf, Lisa, zieh das Bett ab. Ja, soll ich neu beziehen? Nein, das Federbett zu uns runter. Und die Truhe abschließen. Ja. Alles abschließen. Ja. Soll er den Schrank unterm Dach nehmen? Ja. Na, beeil dich. Ja. Dahin sind wir gekommen. Die Schuster kommandieren. Beherrsch dich. In meinem Hause mache ich, was ich will. Lisa! Lisa, den Teppich einrollen und raus! Der alte Lappen. Ja, der alte Lappen. Leg ihm die Pferdedecke aufs Bett und schraub die 60er Birne raus. Schraub eine 40er ein, Lisa. Da musst du was sehen. 25 Mark Miete. Licht extra. Hörst du? Dem zeig ich's. Dem Bürgermeister. Schau raus. Ein Fremder mit Rucksack und einer Kiste. Das ist er. Lisa! Da bin ich. Hat es nicht geschenkt? Ja, der Lehrer. Na, ist alles raus? Ja, ist alles raus. Na, mach auf und zeig ihm sein Zimmer.
Ich lass Lisa, ich geh schon. Nein, du gehst nicht. Er soll merken, dass er für uns nicht vorhanden ist. Lisa, geh. Ja. Aber stehst du herum? Ich kann nicht. Los, geh. Ich zittere so. Ich gehe. Nein. Und wenn er wirklich im Zuchthaus war? Wir sind ja hier. Geh jetzt. Ja, ich geh. Ich bin der neue Lehrer. Ich soll hier wohnen. Ja, bitte. Ich habe mich verspätet. Ich musste um die Teiche herum. Man hat mir den falschen Weg genannt. Die Leute meinen es nicht so. Aber sie tun es so. Das ist nur, weil sie ein Fremder sind. Ich weiß, wie das ist. Sind Sie auch fremd hier? Zum Teil. Die Stiege hinauf. Sie wohnen unterm Dach. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir ihn hier haben. Wozu soll es gut sein? Man weiß, was er macht. Lisa kann ja ein bisschen auf ihn aufpassen. Das Mädchen. Na? Oh Gott. Hat er was gesagt? Nein. Was zitterst du dann? Ich weiß nicht. Kyrie eleison. Der Lehrer hat die Kinderarbeit eingeführt. Das kann ich nicht glauben. Aus Rache für den ersten Tag. Ach. Es kam ja nicht ein einziges Kind zur Schule. Hat das Ihnen denn nicht erzählt, Ihr Lehrer? Wir sehen ihn ja nie. Mein Mann hat noch kein Wort mit ihm gesprochen. Und dann ist er durch den Ort und hat allen gedroht, er lässt verhaften. Nein. Es wäre Gesetz. Wenn er die Kinder arbeiten lässt, kündigen wir ihm sofort. Es kamen nur 5 am nächsten Tag. Die hat er malen lassen. Eins hat nur Engel gemalt. Da hat er erzählt, wie er das Schulhaus ausweisen will. Und hat die Farbe gezeigt. Und damit hat er sie gelockt. Am nächsten Tag kamen schon alle. Es war ein Lärm in der Schulklasse, dass man es fast bis in den Ort hörte. Der Lehrer zog ein Buch aus der Tasche und tat, als ob er liest. Wahrscheinlich hat er solche Richtlinien. Und die Kinder fallen drauf rein. Und es wird still. Jetzt kommen sie jeden Tag. Und jetzt führt er die Kinderarbeit ein. Nein. Die Jungen müssen fürs neue Schulhaus Steine klopfen. Oh. Junge Bauers Jüngster liegt zu Hause mit Bluthusen. Nein. Das gibt ein Nachspiel. Die Sache wird im Elternrat verhandelt. Von uns gehen auch einige hin. Mein Gott, nein. Wir werden sehen. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. 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 Nun? Als ich zur Schule kam, hat es schon angefangen. Ich habe nur von draußen zuhören können. Durch die Fenster? Die standen auf. Die haben ja so geraucht im Klassenzimmer. Na und? Erst war ein Lärm. Die Kinder? Nein, die Eltern. Von den Kindern war nur Junges Jüngster da. Na, der Reihe nach. Der Lehrer hat die Hände gehoben und hat immer was gerufen, aber es war nicht zu verstehen. Dann stand der Kirchenrat auf und da war es dann still. Möchte man hoffen. Sie sollen sich schämen. Wie? Die Eltern sollten sich schämen, dass die Kinder so verwahrlost sind, sagte der Kirchenrat. Ja, und der junge Bauer? Der sagte zu seinem Jungen, spuck Blut. Was? Der Junge hat Blut gespuckt. Da sagte der Lehrer, und das ist vom Steine schleppen. Und der junge Bauer schreit, er schlägt ihn tot. Der Lehrer sagt, die Schule müsste vergrößert werden und er hätte die Schüler gefragt, wer mithelfen will. Hm? Und der alte Klassenraum soll geweißt werden. Ja, das wissen wir. Einklassenschulen sollen verboten werden. Alle haben geschrien. Da ist der Lehrer an den Jungen herangetreten. Dann hat er den Kopf von dem Jungen in seine beiden Hände genommen, hat ihm in die Augen gesehen. Und da fing der Junge an zu weinen. Und der junge Bauer schrie, ich lass mir das Kind nicht versauen. Und dann sagte der Junge, wir haben Wetteheben gemacht. Was? Was hat er gemacht? Wetteheben. Und der wollte den schwersten Stein schaffen, weil ihn die anderen immer hänseln. Warum sagst du das hier und nicht zu Hause, schrie der junge Bauer. Und der Junge sagte, weil der Lehrer mich nicht schlägt. Und? Alle waren still. Und? Der Kirchenrat sagte, es ist eine Schande, dass erst ein roter Kantor kommen muss, um uns Ordnung zu lehren und nicht zu lügen.
Dann wurde es kühl und sie haben die Fenster zugemacht. Hat dich der Lehrer gesehen? Ich war ja draußen im Dunkeln. Ich glaube, er ist ein guter Mensch. Der Lehrer? Ja, er hat sich auch beim Kirchenrat bedankt. Hat dich von den Leuten jemand gesehen? Ich glaube, nein. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du unser Gast gewesen bist. Herr, rette uns aus aller Not. Du bist das wahre Lebensbrot. Amen. 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 Jetzt kommt er heim. So spät. Was macht er so lange in der Schule? Jetzt macht er Licht. Jetzt geht er zum Schrank. Jetzt hängt er die Jacke über den Bügel. Jetzt schaltet er das Radio ein. Dass er nie Schlager hört. Ein guter Mensch und ein ernster Mensch. Einen Walzer tanzen, das könnte ich. Der würde sich nicht schämen, mit mir zu tanzen, wenn ich ein ganz langes Kleid anhätte. Niemand sähe dann meinen Fehler. Kennen wir uns nicht, mein Fräulein? Ich wüsste nicht, woher. Immer wenn ich sie sehe, kommen sie mir so bekannt vor. Vielleicht aus der Mühle, damals war ich noch krank. Jetzt ist alles gut. Sie tanzen wunderbar, Mademoiselle. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, mein Herr. Wollen wir nicht du zueinander sagen? Was machen sie? Sie heben mich auf ihre Arme. Lass mich. Jetzt wird mir schwindelig. Wovon? Wir tanzen jetzt in den Himmel hinein. In den siebenten Himmel der Liebe. Lisa, wasch das Geschirr. Und wenn die Wäsche draußen auf der Leine hängt, lass den Hund von der Kette. Wenn der Mann wegen Roggen kommt, sag, er soll wiederkommen, wenn es dunkel ist. Lass ihn durch den Garten. Und den Hund sperr ins Zimmer. Guten Abend, Herr Lehrer. Ah, guten Abend, Lisa. Wenn es Ihnen recht ist, könnte ich den Ofen heizen. Sie hätten es dann warm, wenn Sie nach Hause kommen. Oh, ich danke dir sehr. Ich zahle doch extra. Nein, nein, das ist inklusive. Ja, Lisa? Wer ist denn das dort auf dem Bild? Das? Ja, das ist dein Lehrer, aber er ist schon lange tot, schon über 100 Jahre. Ja, hier, da, lies. Retter der Armen auf Neuhof, Prediger des Volkes, Vater der Weisen, Gründer der neuen Volksschule, Erzieher der Menschheit, Mensch, Christ, Bürger. Schön. Alles für andere, für sich nichts, Segen seinem Namen, Heinrich Pestalozzi. Ja, er war ein guter Mensch, hat viel über Kinder nachgedacht und über einen richtigen Unterricht. Mhm. Aber die Verhältnisse... Die Verhältnisse, verstehst du, Lisa? Hm? Die waren sehr schlecht. Mhm. Wir machen jetzt wahr, was er für die Zukunft geträumt hat. Verstehst du, Lisa? Lisa, wisch den Boden. Aber sei vorsichtig. Hinter dem Vorhang lagern die Tüten. Guten Abend, Herr Lehrer. Grüß dich, Lisa. Ist die Stube warm genug? Ja, danke, Lisa. Lässt sich denn die Zukunft bestimmen? Ja, aber freilich... Mit unserer Wissenschaft lässt sich die Zukunft bestimmen. Ein Mann in der Stadt hatte ein großes Fernrohr, er kam auch öfter her. Er hat die Sterne ganz nahe gesehen und er hatte Tabellen und damit konnte er die Zukunft berechnen, auch wissenschaftlich, aber das ist nicht alles eingetroffen. Das war ein Scharlatan. Aber es heißt doch, unser Leben wird von den Sternen bestimmt. Ja, also vergiss diesen Unsinn und merke dir, unser Leben ist unser Sein und unser Sein bestimmt unser Bewusstsein, ja? Aha. Merk dir, Lisa, so prüft man die Feuchtigkeit der Körner. Und lass dir von den Bauern nichts vormachen. Sei hart, Lisa. Feuchtigkeit ist bares Geld. Ich habe heute 4,5 Brikett aufgelegt. Das merkt man, Lisa. Der Wind steht auf den Giebeln, das zieht nämlich durch. Ja, ja.
Wenn Sie die Zukunft so genau wissen, wie wird es denn dann mit unserem Leben? Mit unserem Leben? Ja, ungeheuer wird das. Wie denn zum Beispiel? Ach, Lisa. Wohnen werden wir in riesigen Palästen. Ach. Ja, darin wird alles eingerichtet sein für die Bequemlichkeit des Menschen und für seine Gesundheit. Hell und sauber. Und die Mieten in solchen Palästen? Aber doch keine Mieten, Lisa. Wie denn dann? Zum Beispiel du. Hm? Du lebst allein, also suchst du dir eine Einzimmerwohnung. Hast du Kinder, nimmst du dir 3 oder 5 Zimmer oder wie viel du halt brauchst. Und niemand nimmt sich mehr, als er braucht? Aber es haben doch alle genug. Ach. Und wenn einer ein Zimmer extra haben will, warum nicht? Wenn er unbedingt will. Jeder nach seinen Bedürfnissen. Und für die Kinder gibt es ganze Städte. Ach. Richtige Kinderparadiese mit Glas und Luft und Liedern den ganzen Tag und Spielsachen und die besten Erzieher. Ach, so wird das sein, Lisa. Aha. Wir wünschen dir Glück im neuen Lebensjahr, Lisa. Iss von der Torte. Du hast es dir verdient. Und hier ein Buch, Lisa, über das Leben deiner Schutzpatronin, der heiligen Elisabeth. Guten Abend, Herr Lehrer. Guten Abend, Lisa. Ich will nur etwas nachlegen. Ich habe noch 2 Brikett aus dem Keller genommen, aber nichts sagen. Lisa, Lisa, Lisa. Wenn aber keiner Miete zahlt, da verdient der Staat doch kein Geld. Geld? Aber Geld wird doch abgeschafft. Ach. Ja, wir sprechen jetzt noch nicht darüber. Aber das steht fest. Mit Geld ist es bald vorbei. Mhm. Ja, mit Gold werden wir die öffentlichen Bedürfnisanstalten auslegen. Ja, na, was lachst du? Das hat Lenin bewiesen. Gold ist eine Erfindung des Kapitalismus. Ja, also, ich habe noch viel zu arbeiten, Lisa. Ja, ja. Und wann wird das mit dem Geld so sein? In 200-300 Jahren? Aber Lisa, wo denkst du hin? Sieh mal, im nächsten Jahr wird es genug Kartoffeln geben. Im übernächsten Jahr wird es genug Brot geben. In 3 Jahren gibt es weiße Schrippen. Auf alle Fälle aber Graubrötchen. Und dann ist es bis zum Überfluss nur noch ein Schritt. Als Ludwig, der Landgraf von Thüringen, ein guter und friedlicher Fürst, gestorben war, lebte Elisabeth, seine Witwe, auf der Wartburg zu Eisenach in Trauer und gute Werke verbreitend. Aber Heinrich, Ludwigs des Fürsten Bruder, verstieß sie auf den Rat schlechter Menschen und Elisabeth geriet in Not und Verbannung. Ich müsste eigentlich die Fenster putzen, Herr Lehrer. Ach, muss das sein, Lisa? Scheint die Sonne auf dieser Seite. Ist das auch inklusive? Ja. Wie wird denn dann alles eingeteilt und wo? Ja, also du musst dir vorstellen, überall stehen riesige Geschäftspaläste. Mhm. Und da werden wir dann unseren Nahrungsbedarf abholen. Mhm. Wie es eben heißt, jeder nach seinen Bedürfnissen. Da wird immer alles da sein, in Hülle und Fülle. Ja, und weil es keine Not gibt, gibt's auch keine Ängste. Und weil es keine Ängste gibt, gibt es keinen Streit. Denn unser Sein bestimmt unser Bewusstsein. Ja. Ja. Die Leute werden alles in sich hineinfressen und dick werden und immer mehr Schlagsahne und immer mehr Kuchen. Die kriegen doch nie genug. Und wenn sie genug haben, dann essen sie auf Vorrat. Ja. So ein Hunger wie jetzt, den vergisst der Mensch doch 100 Jahre nicht. Du denkst, sie denken, beim nächsten Krieg wird's mit dem Hunger noch schlimmer. Ja. Aber es wird ja gar keine Kriege mehr geben. Nein. Woher? Wenn Überfluss herrscht, wie soll es da Streit und Krieg geben? Überall wird doch der Sozialismus sein. Wenn es dann doch mal Streit geben sollte wegen irgendeiner Sache, dann treffen sich die Fachleute in dieser Frage. Mhm. Und die legen fest, so und so wird das gemacht. Und dann gibt es einen Beschluss und dann wird das auch so gemacht. Mhm. Gibt es keine Gründe, gibt es keine Notwendigkeit. Fehlt diese, hat niemand Grund, Krieg zu machen. Wie es eben heißt, unser Sein bestimmt unser Bewusstsein. Ja, ja. Ja. Lisa, du hast ja uns. Deine Mutter, wenn sie noch lebte, wäre sehr froh, wenn sie sähe, wie gut alles gekommen ist für dich. Ich bin dafür auch sehr dankbar. Du bist jetzt unser Kind, Lisa. Vergelt's euch Gott. Hier ist ein Notlicht für die Stromsperre, Herr Lehrer. Vielleicht können Sie es gebrauchen. Danke, Lisa. Gern geschehen. Setz dich, Lisa. Ich muss dir was erzählen. Ja, bitte? Du bist der einzige Mensch, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja? Du weißt doch, der Sohn vom Jungebauern liegt noch immer im Krankenhaus und immer, wenn er entlassen werden soll, bekommt er Fieber. Hm. Er hat Angst vor zu Hause. Das ist seine Krankheit. Ja. So viel Leid noch überall. Wie viel Beleidigungen und Kränkungen sind dem Jungen angetan worden? Und wie viel Kränkungen und Schmerzen werden den Menschen täglich angetan? Da sprechen Sie was Wahres. Ja, ja. Aber wir werden diesen schrecklichen Zustand ändern, Lisa.
alle Menschen werden dann wie Menschen miteinander leben. Auch mit uns Deutschen? Warum denn nicht? Ach, wie lange wird das noch dauern, bis alles so sein wird? Wieso? Unser Jugendverband ist gegründet. Demnächst werden wir in die Weltorganisation aufgenommen. Organisatorisch haben wir die Sache in der Hand. Die Linie ist auch gegeben. Und am Bewusstsein arbeiten wir ganz konkret. Es wird zunehmend zum Positiven verändert durch das gesellschaftliche Sein. Aber das hatten wir ja schon. Ja, ja. Wie viel Übel das Geld in die Welt bringt, sieht man auch an der Geschichte vom heiligen Bonifatius, nicht? Wie war der Name? Bonifatius. Aha, das ist schon länger her wahrscheinlich, nicht? Mhm. Er stand unter der Schirmherrschaft von Karl Martell, der die Mohammedaner besiegt hat. Damals lebten in dieser Gegend hier noch Heiden, welche Quellen anbeteten und Bäume. Und da hat Bonifatius eine Eiche gefällt, die den Heiden heilig war, wenn man das so sagen darf. Es wird nichts geschehen, sagte er und fällte die Eiche. Die Heiden hatten große Angst, aber als die Eiche umfiel und nichts geschah, bekehrten sie sich. Und Bonifatius baute aus dem Holz eine Kapelle, aber jetzt ist sie aus Stein. Hier in dieser Gegend ist das passiert? Ja, bei der Schule geht der Weg den Berg hinauf, vielleicht eine halbe Stunde entfernt. Dann ist er zu den Friesen gezogen. Ah, Moment, Moment, ich muss mir den Namen mal aufschreiben. Bonifatius. Boni, Und die Friesen glaubten, er hat Gold und Silber in seiner Kiste und haben ihn erschlagen, aber es waren nur Schriften drin, so wie in ihrer Kiste. Da waren ja auch nur Bücher drin, nicht? Das ist doch auch sehr lehrreich, nicht? Ja, Lisa, das ist sehr interessant. Und stell dir vor, ich habe ein Sanatorium für den Jungensohn besorgt. Ach. Dort kann er so lange bleiben, bis er vollständig gesund ist. Da gibt's sogar Unterricht. Und es geht ihm schon viel besser. Man muss ihn nur von seinem Vater fernhalten. Aber niemand etwas sagen, Lisa. Gute Nacht, Lisa. Gute Nacht. Ja. Ist was, Lisa? Das freut mich, dass Sie ihm so helfen. Den Kranken muss man helfen, denn so schön alles sein wird, die Kranken und Verkrüppelten werden auch später nicht besser dran sein aber als heute. Aber Lisa, es wird keine Krüppel mehr geben. Ach, das wird nie sein. Aber Lisa, wenn die Menschen gesund leben, wenn es genug Ärzte gibt, wenn man jede Krankheit sofort erkennt. Glauben Sie? Nimm doch deine Krankheit, Lisa. Mhm. Niemand hat sich drum gekümmert, weil jeder an etwas anderes denken musste. Und die Ärzte waren doch im Krieg dazu da, den Menschen die Gliedmaßen zu amputieren, statt zu heilen. Mhm. Und dann die ständigen Überanstrengungen. Das fällt doch dann alles weg. Das wird ein Glück in der Welt sein. Ich sage dir, sogar das Verbrechen wird aussterben. Denn auch die verkrüppelten Verhältnisse werden abgeschafft. Und gibt's die nicht, wird es auch keine verkrüppelten Taten geben und keine verkrüppelten Gedanken. So ist das. Unser Sein bestimmt unser Bewusstsein. Lisa, das wird eine Zeit, dass wir das alles erleben werden. Bin ich missgestaltet? Nein. Ich fühl's und ich spür's. Ich sehe in den Spiegel. Es ist wie bei jeder anderen. Ich hinke nicht. Ich hebe die Hüfte nur etwas zu steil an. Und dann falle ich zu tief in den Schritt, das schiebt ein bisschen. Aber ist das hässlich? Ja, für die anderen. Die Brüste sind zu klein. Lass mich nur ein Kind haben, du sollst sehen, wie sie groß werden. Ich kann Brüste haben wie eine Amme. Ich werde das Kind dreiviertel Jahr lang stillen. Meine Arme sind gut und die Schenkel wie bei jeder anderen, wenn ich mich nicht bewege. Wenn er jetzt käme, wenn er jetzt klopft, klopf nicht erst, komm mal rein. So könnte ich sterben. Verzeih mir, Mama, aber so könnte ich aus der Welt gehen und es wäre schön. Gib, dass er kommt. Ist was, Lisa? Was soll sein? Ist dir was? Nein. Schläfst du noch nicht? Nein. Stellen Sie Ihren Kragen ab!
Mich stört das Radio nicht. Nacht hat Ruhe zu sein. Schlaf jetzt. Ja, gute Nacht. Nacht. Jetzt geht er auf und ab. Er liest im Gehen, damit er nicht einschläft. Dem verbietest du nichts, dem nicht. Was habe ich früher nachts eigentlich gedacht? Nichts. Doch an Mama habe ich gedacht. Wie alleine ich war. Hast du gesehen? Immer wenn sie mit ihm gesprochen hat, lächelt sie. Einen Sohn hätten wir annehmen sollen. Warum musstest du dich in dieses dünne Ding vernarren? So eine Tochter hätte ich gewollt, wenn ich eine hätte bekommen können. Ich weiß. Ich habe nichts gesagt. Gesagt hast du nichts. Ab und zu werde ich ja wohl dran denken dürfen. So straft uns Gott bis in die letzte Stunde. Ich will es nicht mehr hören. Hättest du dich damals stark gemacht, Vater hätte uns die Mühle auch so überlassen, hätten wir es ihm gesagt. Aber du, mit deiner Angst und deiner Sucht, die Mühle. Dein Vater hätte die Mühle dem leibhaftigen eher vermacht als dir, mit deinem Kind vor der Hochzeit gemacht mit dem Knecht. Dein Vater. Lassen wir es. Seit 30 Jahren, ich bin schuld. Ein Müllergeselle, dem das Hemd auf dem Leibe nicht gehörte. Dein Vater hätte uns mit dem Hund aus der Mühle gejagt. Weißt du's? Zu einem Arzt hätten wir gehen sollen und nicht zu einer Hexe. Hätten. Ich hätte mich nicht zu schinden müssen. Was waren die 30 Jahre denn anderes als Schinderei? Und was war ich 30 Jahre anderes als der Knecht? Aber es war doch für die Mühle. Alles war doch für die Mühle. Na, hast sie ja noch. Es ist ja deine Mühle geblieben. Deine Mühle, dein Müllersknecht, deine. Das ist die Strafe. Jetzt haben wir die Mühle. Jetzt haben wir sie. Ein Mann muss ins Haus. Es muss ein Mann ins Haus. Suche für Ziehtochter, leichter Hüftschaden, tüchtigen Mann aus Müllergewerbe, Klammer Elektromühle, Klammer. Suche Fett? Wie? Drucken wir Suche Fett? Doppelter Preis, aber es fällt mir ins Auge. Fehlt da nicht was in der Anzeige? Was denn? Zwecks Ehe. Nö, das muss nicht unbedingt sein. Suche Fett? Moment mal. Für fleißiges Mädchen, streichen Sie mal Ziehtochter jetzt. Leichter Hüftfehler statt Hüftschaden. Mhm. Einfach L-Punkt, leichter Hüftfehler. Tüchtiger Mann gesucht aus Mühlenbranche. Einfach Müller. Müller bevorzugt. Ach so, ja, wenn es um die Mühle geht, wäre besser Einheirat in elektrische, gut gehende Mühle. Wenn das kürzen wir ab. Elekt-Punkt und gut G-Punkt geboten. Hübsche Tochter, leichter G-Fehler statt Hüftfehler. Wo ist er denn? Rechts. Dann nehmen wir einfach R-Punkt. Ja, setzen wir noch dazu eine Aussteuer und Mitgift und Alleinerbin, das ist wichtig. Und statt hübsch vielleicht arbeitsam? Arbeitsam. Angebote unter M488 und so weiter an die Redaktion dieser Zeitung. Express macht 21 Mark. Allerhand. Nur dafür nehmen wir Einheirat fit. Fürs Auge. Lisa? Ja? Wir möchten dich etwas fragen. Hm? Was würdest du sagen, wenn einer um deine Hand anhalten würde? Wie? Wer denn? Ja? Lisa, was ist dir? Das war nur eine Frage, Lisa. Ach so. Wir wollen doch nichts als dein Glück, Lisa. Ja. Du bist allein. Wir sind allein. Hm. Wir werden allein bleiben. Hm. Du wirst einmal alles von uns haben. Die Mühle und unser Kapital. Hm. Es ist nicht groß, aber für den Anfang reicht es. Wenn es ein tüchtiger Müller richtig anwendet. Hm. Verstehst du mich? Ja. Aber es müsste halt ein Müller sein oder einer, der von Mühlenarbeit was versteht. Hm. Euch ging's gut, Lisa. Das versteht sie auch so. Hab ich recht? Ja, aber was heißt das alles? Na, denk mal nach.
Heißt das, ich soll heiraten? Möchtest du denn nicht? Kurz und gut, ich habe eine Annonce aufgegeben. Oh Gott! Was weinst du denn, Lisa? Ich schäme mich so. Lisa, das ist das Leben. Oh Gott, wie ich mich schäme. Lisa, es geht um viel. Es geht um alles, was wir uns erarbeitet haben. Ja, ich schäme mich nur so. Lisa, Lisa, ich habe eine Neuigkeit, die dich freuen wird. Der junge Sohn. Ja, was ist mit ihm? Er ist in einem Heim an der Ostsee und wird gesund und ein kräftiger Junge und spricht schon platt. Und wer ihm frech kommt, dem langt er eine. Seine Schrift ist groß und breit, siehst du? Und Heimweh kennt er nicht und wird jeden Tag gesünder. Der wird einer. Warum siehst du mich nicht an, Lisa? Wissen Sie denn noch nicht? Ja, was denn? Dass ich zu haben bin. Wie bitte? Es steht doch in der Zeitung. Ich schäme mich so. Greifen Sie nur zu. Wir freuen uns, wenn es Ihnen schmeckt. Wenn es erlaubt ist. Ausgezeichnet. Wenn unser eins hungerte, wäre die Welt verkehrt rum, richtig. Lisa, schneide doch noch ein Stückchen von dem Kuchen ab. Ja. Aber vielleicht wäre Ihnen ein Stück Schinken lieber. Da sagt man zwar nicht nein, aber der Kuchen ist wirklich ausgezeichnet. Selber gemacht? Von Lisa. Ach. Sie ist so geschickt in der Küche. Nüsse? Zitronen? Na, hätte man's nicht, tät man's nicht. Wir haben unsere Mühle müssen stehen lassen im Warteland. Hier die Papiere. Der Briefkorb. So sah er aus. Jahrbücher der letzten 3 Jahre. Wir haben sie uns vom Notar beglaubigen lassen. So, so. Sehen Sie? Meine Familie. Der Vater. Er starb schon im zweiten Kriegsjahr. Das ist Mutter. Und das ist Vaters Bruder. Invalide vom Ersten Weltkrieg her. Das ist eine Frau. Und da hinten ein Pole. Ja. Der hatte es gut bei uns. Später hat man ihn leider beim Stehlen erwischt. Da konnten wir auch nichts mehr machen. Ja, wir hatten Franzosen, aber viel anders waren die auch nicht. Und das ist Ihre Schwester? Die Blondine? Sie sehen aber auch genau. Die hatte die Familie für mich ausgesucht, aber die ging dann zur Bräuterschule, zur Gaubräuterschule. Jetzt ist sie irgendwo in den Alpen. Die hat ihr Glücke gemacht. Waffenmäßig war ich Pionier. Aber ich hatte eine Bäckereinheit. Ja. Haben Sie auch Fotos, mein Fräulein? Von Rio, du könntest mein Schicksal sein. Wann leuchtet dein Zauberschein? Nur mir. Das ist Mama. Das bin ich als Schulkind beim Skifahren. Aha. Sie müssen ja eine wirklich gute Skiläuferin gewesen sein. Das ist sie heute noch. Sie sollten sie mal sehen. Die läuft Ski wie jeder andere. Sieh mal an. Das ist eine Ansichtskarte von unserer Stadt, wie sie früher war. Jetzt stehen nur noch die Häuser hier draußen. Tja, ja. Das kenne ich. Die Marktplätze sind alle weg seit Frühjahr 45. Wenn der Russe irgendwo einmarschierte und er bekam Feuer aus Schützennestern im Inneren der Stadt, zog er die Panzer an den Rand zurück. Und dann schmissen die Jagdbomber so lange das Zentrum in Klump, bis jeder Widerstand gebrochen war. Auf Nahkampf war der Ivan im Frühjahr 45 nicht mehr scharf. Wir sind schon im Herbst 44 hierher gekommen. Ah. Das war ein Elend. Und sie war ein so freundliches und bescheidenes Kind, schon damals. Armes Deutschland, kann man da nur sagen. Du schenkst die Freude und auch die Träume. Die neue Malverordnung ist ja eindeutig. Ja, das können Sie laut sagen, junger Mann. Und die wäre noch ganz anders ausgefallen, wenn die neuen Herren ohne uns Fachleute auskämen. Ja, aber Brot und Mehl wird halt gebraucht. Beim anderen Kaiser?
und bei dem Kaiser. Muss er ausgerechnet jetzt stören? Es ist jetzt Vorschrift, dass der Lehrer ein Instrument kann. Dann soll er in seiner Schule lernen. Hier stört er. Die neuen Herren glauben, ich verkaufe. Sie meinen, das gäbe eine gute Lohnmühle und gute Lagerräume und der Geselle gleich als Getreidepfleger. An Glauben und Meinen soll man kein Pferd anbinden, sag ich immer. Und was Ihr Leiden betrifft, Fräulein Lisa, ich sage immer, es kommt darauf an, wie der Mensch innen ist. Die inneren Werte. Wie viel an Enttäuschungen habe ich schon an Menschen erlebt. Aber vor Leiden nur kann Gott dich wahren. Unmut magst du dir selber ersparen. Genau. Und sie packt zu. Nicht schlechter als jeder andere. Ja, und irgendwas hat jeder. Ohne Feuer nur roh, ohne Leiden nicht froh, sag ich immer. Heute muss uns eins zusammenhalten, genau, sonst gibt's kein Durchkommen. Genau. Tja. Also, wenn Sie erlauben, lade ich Sie gerne zu mir in die Stadt ein. Fräulein Lisa? Aber ich komme auch gerne hierher auf. Mein junger Mann, wir werden von uns hören lassen. Ach so. Tja. Mich hat es sehr gefreut. Uns auch. Also, ich sage, auf Wiedersehen. Eine gute Fahrt zurück. Mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein vor mir allein? Ich räume ab. Lass. Setz dich hierher. Ja. Nun? War er dir zu alt? Nein. War er dir zu kühl? Nein. War er sehr fremd? Ja. Ein bisschen laut. Ja. Der Briefkopf verzerrt alles ins Große, aber er kennt sich aus. Mhm. Sein Gewerbe kann er. Er scheint kein schlechter Mensch zu sein, nicht? Ja. Du kannst aber auch noch warten. Ja. Aber es war nicht so schlimm, wie du dachtest. Habe ich recht? Ja. Eine Frau darf nicht zu früh Ja sagen, aber auch nicht zu spät. Ja. Was soll das Ja, Ja, Ja... Ich danke für alles, aber ich kann nicht. Ich kann so nicht. Willst du alt werden ohne Mann? Alleine leben? Eine alte Jungfer? Bitte dich. Ohne Krähen werden? Ich bitte dich. Wenn dir so einer nicht gut genug ist, was für einer dann? Einer wie der Lehrer, Gott verzeih's mir. Dieser Steißtrommler. Dieser Hungerleider, dieser Papierfresser, dieser Arschpauker, dieses dahergelaufene Ding. Ach, was? Das ist der Dank, dass man sich sorgt, dass sie keine lahme Jungfer bleibt. Das ist der Dank der Lehrer. Warum reg ich mich so auf? Das muss so sein. Das ist ganz in Ordnung. Das muss so sein. Dass sie den Lehrer will? Dass sie einen wie ihn will. Was gefällt jungen Leuten denn an jungen Leuten? Er will die Welt verändern. Er will die Glückseligkeit. Er bringt das Glück. Mhm. Krieg und Elend werden abgeschafft. Ein Ziel vor den Augen. Der neue Mensch. Rein und gut. Ja, an jeder Straßenecke hängen ihre Spruchbänder. Und heiße Köpfe. Das wird bewundert und davon träumt man. Ich habe doch auch einmal gesungen. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Ja, das kann gar nicht anders sein. Wollten wir zwei nicht auch einmal durchbrennen? Einen Nachmittag lang. Ja, ja. Ist er ein schlechter Mensch? Nein. Nein, er ist kein schlechter Mensch. Also, lass ihn haben. Und er wird wie jeder andere. Er wird genau wie wir. Haben muss er was.
Wie der ist, hat er nie was. Und wenn er die Mühle hat? Na, junger Mann, Sie fahren in die Stadt? Ja, ich fahre jetzt in die Stadt. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich Sie um eine Freundlichkeit bitten. Es geht um Maschinenöl. Ich zeige mich auch erkenntlich. Danke, das ist nicht nötig. Na ja, dann setze ich Ihnen das Lichtgeld nicht rauf, obwohl Sie mehr Strom verbrauchen als die ganze Familie. Aber das Nachtslesen ist ja wohl nötig. Prüfungen, wie man hört. Na, Sie wissen doch selbst, dass der Strom erst um 11 Uhr nachts wiederkommt. Ja. Und Kerzen sind auch nicht immer zu haben. Na ja, verlorener Krieg. Nein. Ein verschuldeter Krieg. Ja. Steigt denn mit den Prüfungen auch ein bisschen das Gehalt? Ich hoffe das. Wissen. Darf man denn fragen, wie viel Hunderter so im Monat reinkommen? 3 und ein paar Zehner. Und nebenbei? Wie nebenbei? Ja, damit kann man doch nicht leben und nicht sterben. Und keine Familie ernähren und kein Kind. Ja, wieso? Der Lehrer in der früheren Zeit führte eine Elektrohandlung nebenbei. Das kann nicht wahr sein. Doch, auf den Namen seiner Frau. Das Öl ist für eine Spezialmaschine. Ein teures Stück. Interessieren Sie Maschinen? Ja. Vielleicht könnte ich mal meinen Schülern Ihre Mühle zeigen. Anschauung ist ja das Wichtigste. Genau. Na, kommen Sie mit. Ich zeige sie Ihnen. Na, ich habe überhaupt noch das modernste an Maschinen, was für so einen Betrieb erreichbar war. Das können Sie glauben. Auch privat. Wir haben 2 Kühlschränke, eine Waschmaschine mit Schleuder, elektrisch. Oi. Vorkriegsqualität. Jetzt bin ich dabei, einen LKW an Land zu ziehen. Man ist ja ohne zu abhängig. Ich habe nichts zu verbergen, aber man ist ja gerne sein eigener Herr. Das geht Ihnen wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Sehen Sie, da ist die neue Maschine. Wenn die läuft, da ist das so. Ah. So, und das ist die ältere. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, nicht? So. Hier ist der Kanister. Und der auch noch. Ich mache mich ehrlich bei Ihnen. Danke, das ist nicht nötig, danke. Hauptsache, die Mühle läuft. Genau. Das könnte ein echter Müller gesagt haben. Na, ist ja auch so einfach. Mit ein bisschen Fleiß und Überlegung kann man sich in die Müllerei schnell einarbeiten. Mit einem guten Gesellen könnten das sogar Sie. Ich? So wie Sie da stehen, wenn ich es Ihnen beibringe. Was verdient denn so ein Geselle? Ist nicht der Rede wert. Das Deputat macht's. Das hält die Leute. Aha. Ein schneller Geselle kann so eine Mühle ganz alleine schaffen. Ein einziger Geselle? Wenn die Frau mitarbeitet und noch ein Zuarbeiter, da fällt in einer Woche nebenbei mehr ab als bei Ihnen von Himmelfahrt bis aller Seelen. Was Sie da von dem Gesellen sagen, ist ja sehr interessant. Ja. Die Lisa zum Beispiel, die kann hier schon alles wie eine echte Müllersfrau. Die könnte glatt die Gesellenprüfung machen. Ach. Nur das Technische freilich ist für ein Mädchen zu schwer, da müsste schon ein Mann da sein. Aha. Aber der hat's mal gut. Er setzt sich in ein fertiges Nest und hat eine gute Frau. Nur Sie kennen sie ja. Habe ich recht? Ja, die Lisa ist ein guter Mensch. Und das Deputat für den Gesellen. Das quetscht die Mühle nebenbei mit aus. Aha. Lisa, warum sieht mich der Müller nicht mehr an? Hat er Ihnen nicht etwas von der Mühle erzählt? Ja. Und vom Gesellen? Ja. Haben Sie nicht danach mit dem Gesellen gesprochen? Ja. Über Lohn, Preis und noch etwas? Profit. Darauf hat der Geselle erst mal krank gemacht und dann hat er dem Müller gesagt, er überlegt, ob er nicht zur Genossenschaft geht. Was freut dich denn so sehr daran? Ich freue mich halt. Aber Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Ja. Bald wird diese Prozession sein zur Bonifatiuskapelle. Vor dem Krieg sollen schon einmal fast 10.000 Leute hier zur Prozession gewesen sein. Ist es das? Der Weg zur Kapelle fängt bei der Schule an. Es wird Tag und Nacht gehen. Ja, da ist alles auf den Beinen. Machen denn die Kinder auch mit? Die von der Maschinenstation wahrscheinlich nicht. Aha. Du hast mir doch einmal von dem Mann erzählt, der in dem Fernrohr die Sterne ganz nahe sehen konnte. Erinnerst du dich? Der Scharlatan? Ob der mir das Rohr mal leiht? Seine Witwe. Nie. Ihnen leiht die nichts. Schade.
Ich brauchte das Rohr. Wozu brauchen Sie es denn? Och, neben der Kapelle ist der beste Platz, wenn man die Sterne sehen möchte. Ich möchte gern die Sterne sehen. Verstehst du? Ich könnte ja in die Stadt fahren. Gehe ich eben zur Witwe, eine Frage ist ja frei. Machst du das wirklich? Mach ich. Jetzt hoffst du, dass sie nur alles auch richtig macht. Jetzt brauchst du mich. Das hättest du nämlich nicht gedacht, wie. Vergib mir meine Sünden. Ich werde Mehl stehlen, um die Frau zu bestechen. Ich werde den Müller bestehlen, der immer gut zu mir war. Gott, Vater, verzeih mir. Ich werde lügen. Ich werde das vierte Gebot übertreten und siebte und das sechste. Ich liebe ihn. Gib, dass er jetzt an mich denkt. Mein liebes Mädchen, wenn du oder ich durch so ein Rohr sehen, was sehen wir schon? Die Vega oder den Jupiter, na und? Die Zukunft, die ist nicht zu sehen. Die muss errechnet werden. Viel Unfug wird jetzt getrieben mit Zukunft. Es ist nicht für mich, es geht um jemanden, der es für die Schule braucht. Einer von diesen Neuen? Mädchen, Mädchen... Hast du dir das überlegt? Leihen Sie mir nun das Fernrohr. Und wenn es mal wieder anders kommt? Gerede. Weiß nichts vom Leben, aber Gerede. Hat es am Neujahrstag ein Gewitter gegeben dieses Jahr? Mhm. A. Und wann hat es früher Neujahrsgewitter gegeben? Es hat Neujahrsgewitter gegeben 1870, 1914 und 1939. Sagt dir das was? Neujahrsgewitter bedeutet Krieg im selben Jahr. Oder meinst du, es bleibt, wie es ist? Ich zahle mit voll ausgemahlenem Mehl. Ja. 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 Und wenn die an den Bäumen hängen, diese neuen? Zu so etwas äußere ich mich nicht. Weizenmehl, also? Und dass es anders kommt, das sieht dem Blinder. Also ja oder nein? Weißt du, worauf du dich da einlässt? Ich dachte, wir können ins Geschäft miteinander kommen. Einer von der Schule... Die Sorte weiß doch sowieso alles über die Zukunft. Wie soll ich das verstehen? Alles wird besser, alles wird besser, alles wird besser. Wozu braucht so einer das Rohr von meinem Mann? In der Schule wird jetzt vieles gebraucht. Was die sich jetzt mit Schule haben. Jetzt werden die Einklassenschulen abgeschafft. Du lieber Gott. Was ändert die Schule denn schon am Menschen? Ein Schütze erreicht sein Ziel und ein Wassermann erreicht sein Ziel relativ selten. Wo hatte denn mein Mann sein Wissen her? Aus einer Einklassenschule. Und was war das für ein Bursche? Du bist Löwe? Zwilling. Ach Gott, da ist mir schon alles klar. Ich brauche das Rohr 4 Tage und 4 Nächte. Ich biete pro Tag und pro Nacht 1 Pfund Mehl und zu niemandem ein Wort. Was will denn der mit dem Rohr? Das weiß ich nicht. Ich glaube, den Mond ansehen. Dass sich die Menschen nicht schämen. Den ganzen Mond für 8 Pfund Mehl. Also gut, pro Nacht 1,5 Pfund. Trinkst du Nordstern mit? Ich trinke nicht. Schade. Kennt er sich denn technisch aus mit dem Rohr? Wird schon irgendwie. Ohne Bedienungsanweisung? Nie. Sogar mein Persönlicher hat jedes Mal nachgelesen. Mhm. Was hatte der für ein technisches Gefühl? Das Perpetuum mobile, ne? Die ewige Kraft ohne Maschine. Er war schon knapp vor der Lösung. Da hätten wir gelebt. Was gibst du für die Bedienungsvorschrift? Sagen wir 1 Kilo Mehl extra. Sagen wir 2 Kilo Mehl extra, ohne zu handeln. Und bergab lief das Perpetuum schon. Es war nur noch die Sache mit dem Bergauf. Und dann als Patent angemeldet. Mädchen, Mädchen, der sehe sich heute nicht mehr hier. Ja, das glaube ich Ihnen. Und das hat er alles mit der Einklassenschule geschafft. Aber wie gesagt, Schütze. Freilich im Aszendenten. Das kommt nämlich noch dazu. Es nützt dir der ganze Schütze nichts, wenn er nicht im Aszendenten steht. Ja. Und nun, 3-Klassenschule. Puh, ob das Zukunft hat? Ich möchte noch warten, bis es dunkel ist. Man muss mich mit dem Rohr nicht sehen. Von mir aus bleib, solange du willst. Und für die Diskretion schiebst du noch eine Tüte Kleie nach. Kleie? Wovon ein Schwein fett wird, wird der Mensch auch lange fett. Trinkst du nun Nordstern mit?
Hilf uns, heiliger Bonifatius, du hast uns hier die frohe Botschaft getragen und hast getragen das Licht des Glaubens. Lass das Licht des Glaubens nicht zurückfallen in neues Heidentum und stärke unser Herz. Komm uns zu Hilfe und stärke unser Herz. Komm uns zu Hilfe inmitten Unglauben, Irrglauben und Gotteshass. Komm uns zu Hilfe, erflehe uns Starkmut, heiliger Bonifatius. Hilf uns die Gnaden, die der Herr uns geschenkt hat, nicht zu verlieren. Was siehst du zum Lehrer? Erflehe uns Starkmut, heiliger Bonifatius. Du musst ja sein Fernrohr dort aufstellen. Jetzt wird der junge Bauernsohn wirklich Seemann. Was mischt er sich überall ein? Es ist die beste Stelle für das Rohr. Und warum heute? 3 Tage war der Himmel verhängt. Heute ist die erste klare Nacht. Er stört die Prozession und ein Bauer bleibt auf seinem Hof und geht nicht auf ein Schiff. Warum stört es, wenn einer durch das Rohr schaut? Es lockt er die Kinder zu sich. Wie sie ihm zuhören. Und dass die Eltern wissen. Wie er mit ihnen vernünftig spricht. Das sind die von der Maschinenstation. Wie gut er zu ihnen ist. Alles diese Dahergelaufenen. Ja, Hergelaufene wie ich. Du bist von uns aufgenommen, du gehörst jetzt hierher. Die Kinder haben ihn gern, das sieht man. Du wirst immer mehr hierher gehören. Und einmal wirst du vergessen, dass du jemals woanders warst. Jetzt gehe ich auch durchs Rohr schauen. Das ist nichts für dich, Lisa, mein Kind. Ich bin gleich zurück. Lisa, Lisa. Ich bin gleich zurück. Lisa, mein Kind. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Lisa. Darf ich auch durchs Fernrohr schauen? Ja, ja, komm, Lisa, komm. Ich kam zufällig vorbei. Hier musst du dein Auge anlegen. Hm? Ja. Sieht die Müllerin her? Hä? Sie schaut her. Als wenn man's greifen könnte. Und das ist 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das sind Berge? Ja, ist das nicht ungeheuer? Das sind Kettengebirge. Und alle Jungen sind gekommen. Und 2 Mädchen aus der Prozession. Die Müllerin. Das habe ich dir zu verdanken, Lisa. Richtige Berge. Dein Bonifatius hat das Gleiche gemacht wie ich. Fortschritte hergebracht und bewiesen, es gibt keine Götter. Nicht so laut. Er hatte damals ein anderes Sein. Darum war ihm sein Bewusstsein anders. Wenn er heute lebte, er wäre auf meiner Seite. Ich bin zum ersten Mal, seit ich hier bin, glücklich. Was sagten Sie? Ich sagte, ich bin das erste Mal, seit ich hier bin, glücklich. Ist das wahr? Ja, und das alles danke ich dir. Ich kann dir es gar nicht genug danken, Lisa. Sie dürfen nicht so nah an mich kommen. Soll ich dir die Milchstraße zeigen, wenn der Mond untergegangen ist? Nicht so nah, bitte. Dort sind 100 Milliarden Sterne zu sehen. Nicht so nah, die Müllerin. 100 Milliarden Sterne und alle so groß wie unsere Erde und der Mond und größer. Ist es wahr, der junge Sohn geht zur See? Ja, das war mein erster Sieg und das Fernrohr ist mein zweiter. Lisa, das vergesse ich dir nie. Lass dich umarmen. Nicht, bitte, das geht nicht. Wer soll uns hindern? Die Leute. Ach, was kümmern mich die Leute? Kommen Sie nur bald nach Hause. Ja, ja, warte auf mich. Ist die Sonne auf? Jungs, kommt her. Ich zeige euch die Milchstraße, wenn der Mond untergegangen ist. Warum habe ich mir nicht die Milchstraße von ihm zeigen lassen? Ich halte es nicht aus, wenn er mir so nahe kommt. Was kümmern den die Leute? Der macht, was er will. Der lässt sich durch nichts hindern und von niemandem. Ich würde dich nie, nie, niemals würde ich dich hindern zu tun, was du willst. Ich schwöre es dir bei meiner Mutter. Hätte er mich geküsst, ich hätte es geschehen lassen. Wie er mich an sich zog. Oh Gott, dieser Mann. Da ist er. Die Treppe. Jetzt macht er Licht. Die Vorhänge. Licht aus. Es ist doch schon hell. Jetzt stellt er das Fernrohr ab. Jetzt sitzt er im Sessel. Warum kommt er nicht? Er wartet auf mich. Herr Lehrer. Lisa. Leise. Ja, ja, komm, setz dich hier, ja, zu mir. Ach, Lisa, Lisa, hast du gesehen? Alle Kinder sind gekommen, nichts konnte sie halten, Lisa. Ach, war das schön. Ja. Dass du die Milchstraße nicht sehen konntest. Ich konnte kaum sprechen. Ungeheuer, ungeheuer. Ja. Das ist mein Sieg und dein Sieg. Und dass du das viele Mehl wegschleppen konntest. Ach, es ging. Das vergesse ich dir nie. Nie, Lisa, nie, 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 nie. Es war ja für sie. Lisa? Es war für die Wissenschaft. Für den Sieg der Vernunft und der Wissenschaft, auch in diesem Winkel. Nein, für Sie. Für Sie habe ich das Mehl gestohlen. Ja, ja, subjektiv vielleicht für mich, aber wir müssen es objektiv sehen. Und objektiv, verstehst du, war es für den Sieg der Vernunft. Nein, für Sie war's. Nicht für die Vernunft. Für Sie, für wen denn sonst? Nur für Sie. Was geht mich die Vernunft an? Aber Lisa, Lisa. Lassen Sie mich. Lisa. Ich habe alles für Sie getan und ich könnte alles für Sie tun. Aber es geht doch nicht um dich oder mich. Es geht um den Fortschritt. Nein. Es geht um mich und Sie.
brauchst mich nicht. Du siehst mich nicht, du spürst nichts. Ich packe meine Koffer und in einem Jahr, wart nur. Du wirst mich sehen, wenn ich bin wie ihr. Wir sprechen uns dann. Ich gehe in die Stadt, wo du gelernt hast. Ich muss werden wie du. So schnell ich kann, werde ich sein. Was du glaubst. Was brauchst du denn? Leute wie du. Wart nur in einem Jahr. Sind wir nicht zu dir gewesen wie Vater und Mutter? Haben wir dich genährt, aufgezogen, gekleidet, versorgt? Das habe ich abgedient auf Heller und Pfennig. Ha, er, das Wort er. Eine Mühle geschenkt, eine gut gehende elektrische Mühle geschenkt. Rechne das mit bei deinem Heller und Pfennig. Was soll ich denn mit einer Mühle? Na, das ist das Neue. Größenwahnsinnige Habenichtse, die nichts haben wollen. Bin ich nichts? Ja, du bist ein besitzloses, lahmes Nichts bist du. Warum beschimpft ihr mich? Was willst du denn machen ohne uns? Was willst du denn lernen? Wo denn? Bei wem denn? Dich braucht keiner. Keiner und niemand. Hilf mir. Wer denn? Hilf mir doch. Der Dieb? Der ist aus dem Haus. Der Einbrecher, Einschleicher, Zerstörer. Kämpft für den Frieden, aber die Familie wird zerstört. Alles wird zerstört. Alles wird kaputt gemacht. Alles. Mit dem jungen Sohn fing's an, mit dem Pferderohr ging's weiter. Und jetzt sind wir dran. Was ist denn denn heilig? Hilf mir! Du bleibst. Das ist mein Koffer! Gib den Koffer! Mein Koffer! Mamas Koffer! Mama! Der Mittagsbus wird gleich kommen. Ja, Lisa. Du bringst dir das Fernrohr bestimmt zurück? Ja, Lisa, ja. Gleich morgen? Sie sagt sonst alles dem Müller. Mach dir keine Sorgen. Siehst du, jetzt bist du kein Fremder mehr. Ja. Du wolltest mich noch etwas fragen, Lisa. Ich weiß nicht, oder ich hab's vergessen. Oder später einmal. Bei der Adresse, die du mir gegeben hast, wird man mir bestimmt helfen. Sie werden dir sagen, was für dich das Beste ist. Du kannst ihnen glauben. Dankeschön für die Mühe. Ja. Lisa. Ja? Vielleicht wird alles viel schwerer, als ich dir erzählt habe. Das weiß ich doch. Ich danke dir für alles. Ja, auch ich danke dir für alles. Ja. Oh, der Autobus muss gleich kommen. Mhm. Bitte geben Sie mir einen Kuss. Hier? Ja. Ja, gern, Lisa. Auf den Mund, bitte. Ja. Komm. Ich danke Ihnen. Ja. Ob wir uns einmal wiedersehen? Bestimmt. Bestimmt? Ganz bestimmt. Und wer bestimmt das? Ich verstehe nicht. Du verstehst nie. Lisa, was ist dir? Du hast mir doch gesagt, es gibt keine Bestimmung, wenn's nicht einer bestimmt. Ja, das ist bewiesen. Wir werden... Der Bus... Geh doch endlich vom Fenster weg. Ja, gleich. Ist sie wirklich in den Autobus gestiegen? Sie ist schon weit weg. Wie konnte sie von der Mühle fortgehen? Von so einer Mühle? Wenn wir fortgegangen wären... Wir brachten ein Hörspiel von Günter Rücker. Lisa, eine Geschichte aus vergangener Zeit. Die Darsteller waren Lisa, Barbara Schnitzler, der Müller, Gerd Ehlers, seine Frau, Carola Braunbock. Der Lehrer, Alexander Lang. Die Witwe, Inge Keller, ein Bewerber, Edwin Marian. Der Nachbar, Hans Bergermann, eine Angestellte, Genia Lapus. Dramaturgie, Christa Vetter. Schnitt, Angelika Rupp und Gertraud Gruner. Ton, Klaus Bechstein. Regieassistenz, Hannelore Solter. Regie, Günther Rücker.